Fleisch und nicht einfach durch die Blume. Hi. Ich bin eine Blume. Willkommen! Oh. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von Klein Soso. Tut mir leid, siehst du, in der ersten Sekunde ist schon mehr passiert als bei dem ganzen Video. Im gesamten restlichen Video, ja. Nee, genau. Also wir sind heute wieder mit Lukas am Start. Und es ist jetzt Sandmännchenzeit. Das war nicht der Plan, ihr beiden. Was denn? Achso, nein. Stimmt, der Plan war, wir ärgern Rui heute überhaupt nicht. Dafür schmeißen wir sie aber gleich in der Raftingbahn. Aber ja, schmeißt du heute ins Wasser. Nee, wir waren vor ein paar Tagen erst im Park und jetzt sind wir wieder da. Es ging schneller als man denkt, weil eigentlich musste ich heute um 7 Uhr an einem Sonntag arbeiten. Oh, eine Rolle Mitleid. Oh. Aber wir waren viel schneller fertig als gedacht. Deswegen haben wir es auch pünktlich geschafft, mehrere Stunden im Heidepark zu verbringen. Wisst ihr was? Dieses Auto, wir sind letztens vom Heidepark zurückgefahren und Philipp hat einfach gesagt, er hat dieses Auto gesehen. Ja, haben wir ja auch. Lukas haben wir ja auch, aber das kann es nicht sein. Ja, also schnell sind die dann haben nicht wir einen Platz. Arbeiter gefragt und die meinten, das Auto hätte keinen Motor, also das ist nicht fahrtüchtig. Und Philipp war der festen Überzeugung, oder Lukas oder so, dass sie dieses Auto gesehen haben. Es gibt bestimmt jemanden, der sowas nachbaut, oder? Stand da auch Heidepark dran oder war es einfach nur dieses Ghostbuster auf mega Heidepark? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Egal, haben die zwei davon. Entweder hat Philipp irgendwas genommen oder so. Dann hat das Pinguinmännchen. Genau. Heute sind sehr viele Leute im Park, die wir kennen. Zum einen hier Annalena, Lukas ist auch da. Tanja kommt auch später mit Paul. Platz ja nutzen. Dann Stefan und John sind im Park und hier ist so ein, ich glaube, der heißt Marshmallow Man oder so. Ja, sieht auf jeden Fall aus genau. Wie Ich sehe nicht aus wie Marshmallow. Ja, ist okay. Gut. Wir gehen jetzt zur Raftingbahn. Ja, schön. Das haben wir die letzten Mal halt und jetzt, würde ich sagen, und los geht's mit dem Vlog. Ja! Nein. Was abbekommen. Das liegt daran, dass er gesagt hat, er fährt keine 10 Fahrten. So, Simone von Stefan und John hat sich schon gewundert, warum ich gerade eben gepostet habe, ich wäre hier noch bei der Arbeit, aber das stimmt natürlich nicht. Ich habe schon gesagt, wir sind bei der Rafting und haben jetzt erstmal Wildwasserbahn sind wir gefahren. Ich verstehe nicht warum, es ist eigentlich mega kalt. Deswegen wäre es richtig blöd gewesen, wenn wir so extrem nass geworden wären. Ich hätte Klein Soso jetzt schon gefroren. So, ich glaube, Tanja wollte gegen Nachmittag kommen. Ich weiß nicht, vielleicht, weißt du, was machst du da? Ey, Freundin! Du bist ein Gentleman! Lilip hat auf TikTok so einen komischen Kanal gefunden. Jedes Video von diesem TikTok. @Freundin? Ja, der fängt an mit Ey, Freundin! Warte mal, wie setzt meine Freundin? Bam. Ey, Freundin! Ich hab Geheimnisse! Was? Davon weiß ich nichts! Okay, das ist das Ende der Sophilber GmbH. Tschüss! Lilip, ich hab nichts getan. Ich hab doch nur geschlafen. Mit wem? Oh nein! Das ist immer, ich weiß immer von gar nichts. Ihr macht hier irgendwelche Spekulationen. Kein Spekulatius. Es gibt übrigens Spekulatius schon, hi Lilip. Kurz nach Dezember gibt es auch Ostereier. Genau, was machen wir jetzt eigentlich? Desert wollten wir fahren. Desert ist andere Richtung. Zum Trocknen. Wollten einmal eben kurz die Dinger schauen. Okay, dann gucken wir mal, ob wir vielleicht jemanden finden, weil ich weiß halt nicht, wie voll das ist. Aber vielleicht könnte man die einigen Personen entweder schon so treffen oder über Insta dann schreiben, wo man ist. Die gerade einfach in die Hand gedrückt, ja. So, wie immer sind wir natürlich hier an Chilien. Ich muss sie essen. Ich liebe Chilis. Ja, aber die habe ich gerade eben so in der Hand gedrückt bekommen. Oh, Lukas. Ja, einfach so. Die sagt, ich habe noch was für dich. Wir sollen sagen, wie schmeckt. Deswegen würde ich sagen, wir probieren die jetzt als allererstes. Oh mein Gott, das sind Schoko-Chilis. Aber ich glaube, das... Oh mein Gott, ich glaube, unser Trend, der wird, glaube ich, wirklich zum Trend.
Und wir haben jetzt wirklich, wir haben gar nichts gewusst. Wir haben uns normale Banane geholt. Ich habe mich umgedreht, geholt. Wollte eigentlich schon weggehen. Und sie hat es uns einfach in die Hand gedrückt. Die haben das uns einfach vorbereitet. Oh mein Gott. Live Teasing. Live, oh mein Gott. Okay. Boah. Ich bin gespannt. Ich auch, ist die richtig scharf oder geht weiß so? Ich nicht. Sind das die ganz scharfen? Das schmeckt echt gut. Aber das sind nicht die scharfen, ne? Es ist halt nur ruhig. Es ist halt nur scharf. Ich nicht scharf. Ganz ruhig. Hui. Aber es geht noch. Nachhinein. Hey, was ist das denn? Die sind ja mal mega cool. Damit hätten wir überhaupt nicht gerechnet jetzt. Der schmeckt wie Schokolade mit Chili. Nein, doch. Es ist jetzt einfach nur Chili mit Schokolade. Oh. Mega witzig. Das sind ja mal die mega coolsten Leute. Ein Daumen nach oben für diese Bude. Oh ja, aber man muss sie auch aufnehmen. Krass. Ja, Lukas freut sich auch. Schmeckt gut, oder? Ja. Aber es ist noch eine milde Paprika. Sollen wir das machen mit einem Schärfegrad schärfer? Weil es gibt ja noch Chilis, die haben ja noch einen höheren Grad. Und ich glaube, das sind ja noch die, boah, die normalen. Für mich reicht das auf jeden Fall. Also, ja, fertig. Mega lustig, dass sie das gerade gemacht haben. Richtig cool. Wir auf dem Dom, wenn wir jetzt fahren, wir haben zwar Standplätze frei. Aber wir müssen ja trotzdem den Strom, das Wasser. Ich musste erstmal gleich Wasser trinken. Also die Chili wurde im Nachhinein echt scharf, der Lilip. Ja. Wir haben uns da gerade eben ein bisschen noch unterhalten, wie das ist mit Freimark, ob das sich lohnt oder so. Aber wie gesagt, wir waren gestern in Bremen auf dem freien Park und da hat sich das echt nicht gelohnt, glaube ich. Oder würde sich nicht lohnen, weil da nur 3000 Besucher zugelassen sind. Ich glaube, hier versteht man gar nichts, deswegen machen wir gleich weiter nach der Fahrt. Oha. Stimmung! Nein, das macht Sebastian und. Ach so, okay. Machst du jetzt einen Online? Ja! Wagen zwar sauber machen, aber egal. Konfetti, das wäre halt echt, guck mal, dann fliegt das so über den Heidepark. Konfetti mit ihrem Kerblech und einen Eimer. Joa. Wir haben es auch hier. Ja, dann will ich Konfetti mit. So, Stimmung! Stimmt, übrigens, wir haben diese Challenge auf, nee, warte mal, bei Patty und Stauti gibt es gerade eine Challenge. Die beiden machen nämlich die verschiedenen Ansagen, einer in der Monorail und einer in der, Stimmung! Schneller, 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 schneller. So, genau. Stauti macht die Ansage von der Maskenpflicht, die kennt ihr ja schon. Und Paddy macht die in der Monorail. Und dann haben die so eine Challenge gemacht, wer halt am coolsten das irgendwie performt oder so. Wir wollen gerade die Monorail filmen. Ja, die Monorail fährt jetzt durch. Ja. Aber Leute, habt ihr auch ein bisschen Bauchschmerzen von der Chili? Ja, mir tut der Magen also ein bisschen, also der brennt so ein bisschen. Ja, wir müssen das gleich einmal durch eine wilde Fahrt durchlösen. Ja, wir sind gleich Richtung Kolossus angekommen und da wollten wir eigentlich Indisch probieren, oder? Ein seltenes Bild. Indisch. Oh mein Gott! Oh mein Gott, Stimmung und aus. Und? So, die Hand ist eingefroren. Gestern, kannst du noch wieder runtermachen? Gestern waren wir ja beim Freipark und da haben wir eine Nachmache von Peppers Ballonfahrt gesehen. Hast du das gefilmt? Ja, habe ich gefilmt. Blende ich euch jetzt ein. Das waren quasi auch Ballons. Hast du schon mal einen Klettermaxi gesehen? Die sich, oh, im Kletterwald. Was macht der Junge da in dem Baum? Ja, auf jeden Fall warten wir noch auf Tanja, bis sie uns schreibt, wann die anderen beiden kommen. Und Peppers Ballonfahrt auf dem Freipark
Was ist das denn? Aber es war auch voll teuer, ne? 3 Euro. Ja, das hieß einfach auch Ballonfahrt. Also jetzt mal ohne Spaß. Ich finde, so Kirmes ist um Welten teurer als ein Tag in einem Heidepark. Richtig, oder so. Wenn du das ohne mal so Witz umrechnest. Also wirklich, guck mal, stellt ja, euch du vor. Du kannst ja die ganze Zeit rein theoretisch Kolossus fahren. Stellt ja euch vor, Kolossus wäre ein Fahrgeschäft auf einer Kirmes. Das würde locker 7 ist Euro. Ist schwer umzusetzen Euro. Und mit 7 Euro wirst du nicht hinkommen. Nicht? Nein. Nein! Doch! Meine Currybude das hat. Das Kitchen hat zu. Nicht euer Kitchen! Das heißt, wir können direkt Achterbahn fahren. Nee, das ist jetzt nicht euer Ernst. Gibt es da Öffnungszeiten? Ich habe mich jetzt so gefreut. Nö, ich esse jetzt nicht. Ja, doch. Nö. Dann bleibst du jetzt stehen. Doch. Nö. Ja. Ach, Leute, ich wollte doch jetzt einfach. Ich wollte Dings essen. Indisch. Entschuldigung, aber ich warte hier jetzt so lange, bis das Ding hier aufmacht. Wo sind denn hier die Öffnungszeiten? Mal jetzt suchen wir hier. Wir laufen jetzt einmal um die Bude rum. Es kann nicht sein, Leute. 9,50 Euro kostet jedes Menü nur. Nur? Wir haben gerade die Ansage von Nico Staunmeister gehört mit Liebe Abenteurer. Und da ist uns natürlich eingefallen, jetzt haben wir so eine kleine Choreo für die Challenge geplant. Mal gucken, wann wir die umsetzen können. Oder wir haben schon eine Choreo gemacht, Lukas. Jetzt müssen wir gleich nur noch. Auf mehr Merch. Ja. Wir müssen noch einen Mitarbeiter fragen, ob er uns das anmacht von Anfang an. Weil es geht ja nicht, dass man die Ansage hört und dann irgendwann die Kamera anschmeißt. Es muss von Anfang an perfekt sein. Deswegen, ja, Philipp, der filmt wieder. Ja, der ist in seinem Element. Deswegen, ja, Nico hat uns übrigens am Schokostand getroffen, weil er genau wusste, wo wir uns aufhalten könnten. Nico hat auch gesagt, wir sind beim Schokostand bestimmt, ne? Ja, Grüße gehen raus. An den Schokostand. Mega coole Sache mit euch. Und wie gesagt, unsere Challenge, Hashtag Schoko. Ja, Schokobanane ist das ja. Ne, Schokobratwurst. Mensch. Ihr könnt auch unter den Hashtag Schokobratwurst noch andere Früchte oder Chilischoten oder sowas mit Schoko überziehen, ist alles mit dabei. Seine Autogrammkarte. Zeig mal, oh mein Gott, hast du da zwei Autogrammkarte? Hat der I-Punkt auch ein Herz? Ja. Oha, hast du mir auch damals geschrieben, ne, Lilip? Ja. Jetzt ist mehr da. Hast du da gerade deinen Schweiß dran abgewischt? Jetzt ist mehr da. Pflicht herrscht. Der Mindestabstand von 1,50 Meter ist nach vorne, nach hinten und zur Seite unbedingt einzuhalten. Sollten diese Regeln missachtet werden, behalten wir uns vor, euch nicht mit diesem Fahrgeschäft fahren zu lassen. Vielen Dank für eure Unterstützung. So, das müssen wir nochmal richtig machen mit unserer Performance, weil... Bitte löscht das Video. Nein. Oh. Warum? Weil das nicht schön war. Alle drauf zu sehen, wir möchten nicht. Ja, okay, machen wir das nochmal in schöner Performance, damit wir wissen, wie unser Einsatz ist und dann wird das Video nochmal wieder. Leute, am Donnerstag waren wir in diesem Jellybean Shop und da war er noch nicht auf und jetzt hat Nadine gesagt, er hat auf und die Türen sind offen. Ja. Was warst du denn jetzt vor? Oh, Lukas! So, Lilip, was macht dein Kollege? Was macht der eigentlich? Oha, oh. Okay, Philipp redet gerade mit irgendeiner vom Park. Ich glaube, sie ist irgendwie dafür zuständig für die Umsetzungen hier im Park, dass sein Video letztens echt gut angekommen ist mit der Winteröffnung für den Winterzauber. Da könnt ihr gerne das Video mal schauen. Da haben wir darüber geredet, dass wir uns gerne wünschen würden, dass demnächst einfach oder in Zukunft einfach mal eine Winteröffnung im Heidepark möglich ist.
Und die Zuschauer finden das richtig, richtig cool, die Idee. Und Philipp unterhält sich gerade da hinten und erzählt mal die Idee. Und vielleicht schaffen wir das mit ganz vielen Leuten einfach mal, das umzusetzen. Das wäre mega cool. Also wir sind gespannt und dann schauen wir mal, ob wir das vielleicht in den nächsten Jahren umsetzen können. So, also hier gibt es anscheinend solche Sachen, die halt mega scharf sind, irgendwie nach Schärfe sortiert. Das können wir mal als Challenge machen, dass ich mal so ein Ding kaufe und wir da mal gucken, wer die schärfsten da kriegt. Hier anscheinend, die sollen wohl echt stinken oder nicht schmecken. Ein paar Tücher, oha. Boah, die Sorten sind ja auch echt cool, ne? Ja, Harry Potter Ecke. Boah, das braucht Nadina, schenken wir dir. Ja, Mann. Oha. Ja, cool. Ist auch Kamino oder gibt es nur... Ach, sind das verschiedene? Von Voldemort. Erkennst du das an den Stäben? Ah, okay. Aber hier siehst du es auch schon, dass es Voldemort ist. Voldemort, Harry Potter. Ah, okay. Krass. Mhm. Harry Potter, Magical Sweets. Aha. Oha, hier ist ein riesen Harry Potter als Jellybean. Auf die Hauswappen als Schokolade und Hauswappen Jellybee. Oh. So, inzwischen sind wir jetzt auch Richtung Maler und Paul. Die sind nämlich da hinten im Rutschturm. Und ich glaube, ihr könnt euch an dieses eine Video erinnern, wo wir in diesen Rutschturm wollten. Aufgrund von Hitze war der Rutschturm geschlossen, weil es irgendwie zu heiß war und das da nicht so gut ist zu rutschen. Dann machen wir ein On-Ride. Und wisst ihr was? Ich habe das jetzt geplant. Ich drücke gleich Paul meine Kamera in die Hand und er darf da mal ein paar Aufnahmen machen. Wir würden mal sagen, der versucht auch mal ein bisschen zu vloggen, weil das mal, die gehören schon zu unserem Alltag dazu, also zu unseren Heidepark-Besuchen. Deswegen wird er sich, glaube ich, ein bisschen freuen, wenn er selbst mal die Kamera in die Hand nehmen darf und einfach mal filmt, was er so immer auf dem Rutschturm macht. Und dann werden wir gleich mal sehen, also die Aussicht davon soll richtig gut sein, auf Kolossus zum Beispiel oder so. Und dann schauen wir gleich mal, was sie da so machen und ob die sich gleich freuen. Basti ist leider nicht da, aber die kriegen ja eine Autogrammkarte von Lukas und ich glaube, dann ist das alles wieder in Ordnung. Oh. Das war ja mal der Rutsche. Kommen so drei Leute raus, ne? So, Maler zeigt uns jetzt den Weg. Also ich gehe jetzt mit allen auf den Rutschturm. Wir gucken mal, wie hoch geht das denn, Maler? Oh. Das ist ja anstrengend. Oh. Paul, wartest du gleich oben auf uns? Warte. Oh, oh, ist das anstrengend. Oh, ist das anstrengend. Da können wir die ganze Runde hoch. Okay. Wollen wir zusammen rutschen, Maler? Ey! Ihr Vater! Ah! Ah! Ah, mein Popo! Ah! Warte, Paul, warte! Paul, stopp! Ah. Eigentlich wollte ich denen die Kamera in die Hand drücken, weil die das mal filmen sollten. Ah. Ja, ich komme! Soll ich dich von hinten filmen? Was? Geht gar nicht. Okay. Oh, du hast mich fast umge... Weißt du was, Paul? Ich wollte dir zweimal versuchen, die Kamera in die Hand zu geben, dass du während du rutscht filmst. Und da ist Paul einfach immer abgehauen. Ich konnte dir gar nicht Bescheid sagen. Ich so, Paul, stopp. Und dann war Paul weg. Das ging gar nicht. Hast du das Knallen gehört? Ich so, hier, Paul, möchtest du mal was filmen? Und er so, Paul ist weg. Tschüss. Und wollte ich Maler geben. Maler ist auch weg. Toll. Philipp, hält dir mal den ganzen Laden auf. Bitte? Hältst du mal den ganzen Laden auf? Das macht nichts. Ja, das liegt daran, dass wir zu oft hier sind. Dafür haben wir alle mehr Spaß. Ja, total. Ne, mit Stimmung. Kauf mir Merch. So, versuchen wir gleich zum 50. Mal gefühlt das Glück und hoffen, dass bei Big Loop dieses eine anhalten wird, dass wir mal eine schicke Aufnahme von Big Loop hinkriegen. Aber Maler fuchtelt hier bei ihrem Schwert. Ne, Paul ist das.
So, jetzt schauen wir hier mal das alles von oben an und dann gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Ich glaube zwar nicht, aber vielleicht haben wir mal das richtige Timing gefunden und dann freuen wir uns alle. Ich glaube, wir haben das Glück. Nichts aus dieser Welt. Ne. Und Big Blue. Bei denen geht's genau nee so kreuzig. Jawohl. Habe. Habt ihr alle gesehen? Das war nicht geplant oder so. Siehst du? Das war jetzt. Du hast doch eben gerade noch bei Olli. Ich habe nicht bei Olli angerufen. Ja, Philipp sagt, ich habe bei Olli angerufen und gesagt, wenn wir kommen, dann soll er stehen bleiben. Das ist nicht der Fall. Wir haben durch Zufall jetzt noch gefühlt. Wir sind echt nicht auf dieses Jahr gefahren, aber das war jetzt echt Glück, muss ich ehrlich sagen. Und das sind die Kekse deswegen und alles Mögliche. Das hat dazu geführt, dass Olli den mal losgeschickt hat rechtzeitig. Ne, Lili? Der Dämon war irgendwie richtig, richtig schnell. Ich habe das Gefühl, Nadine hat hier die Bremsen ein bisschen unschärfer gestellt. Kann natürlich sein, aber ich weiß es nicht. Aber die Fahrt kam uns extrem schnell vor. Und wisst ihr was? Ich habe jetzt inzwischen diese Maskenpflichtansage. Kann ich jetzt komplett auswendig, fehlerfrei, komplett perfekt. Und ich habe mir auch dazu eine Performance überlegt. Und gleich werden wir Nico Stautmeister vorne am Eingang treffen. Unser Meet and Greet 2.0, weil wir das versucht haben, nochmal zu machen. Und dann werde ich gleich die Performance machen und dann hoffe ich mal, dass wir irgendwie mit in den Top-Videos sind, Performances zu der Maskenpflichtansage. Sogar hast du deine Hand desinfiziert? Ja. Halt sie. Die riecht nach Chlor, guck. Ja. Das neue Desinfektionsmittel riecht echt nach Chlor. Das riecht nach Chlor. Ja. Liebe Abenteurer, bitte beachtet, dass im gesamten Anstellbereich inklusive des Bahnhofes sowie während der kompletten Fahrt Maskenpflicht herrscht. Der Mindestabstand von 1,50 Meter ist nach vorne, nach hinten und zur Seite unbedingt einzuhalten. Sollten diese Regeln missachtet werden, behalten wir uns vor, euch nicht mit diesem Fahrgeschäft fahren zu lassen. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, das Bild. Also ich habe meine Performance live gemeistert. Vom Meister persönlich. Wie war meine Performance? Ja, hervorragend. Also ich bin wirklich überrascht und sehr zufrieden. Also sehr positiv. Danke, vielen Dank. Gut gemacht. Gut. Und wir haben es nicht geprobt. Nein, überhaupt nicht. Das war wirklich die erste Probe einfach durchgezogen. Ja. Haben wir während des ganzen Tages mal eben so ausgedacht. Daumen hoch dafür. Danke. Daumen hoch. Danke. So, wir sind wieder zu Hause angekommen und ihr seht im Hintergrund schon unser so Füllbarregal. Also es ist schon so ein paar Sachen sind da schon drin. Das muss noch ein bisschen organisiert werden. Aber wir haben am Ende noch von Stauti richtig coole Paddy und Stauti Autogrammkarten bekommen. Hinten ist da nochmal, Moment, ich zeige euch das mal. Also vorne sind die beiden natürlich drauf, hier Paddy und Stauti. Und dann im Hintergrund kann man die hier abonnieren. Und ich würde sagen, schaut mal bei denen vorbei. Die machen richtig lustige Vlogs und so lustige Menschen. Also wirklich immer, wenn wir im Heidepark sind, ist das wirklich mit das Highlight des Tages. So, das war's dann mit dem Video. Und ich würde sagen, schaffen wir das diesen Monat, die 1000 Abonnenten zu knacken? Ich glaube, es könnte wirklich sein, dass wir das schaffen. Und dann gibt es auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr große Verlosung. Also seid dabei, teilt und abonniert und versucht einfach, dass wir das einfach hinbekommen, weil das wäre ein richtig, richtig großer Schritt in unserer YouTube-Karriere, sage ich mal. Und der erste Schritt einfach vielleicht, dass es einfach schneller bergauf geht und dass wir noch mehr Videos produzieren können, weil das ist dann wirklich das Ziel für diesen Monat, sage ich mal, das zu schaffen, weil dann wirklich die Partnerschaft mit YouTube beginnt, mit einem Netzwerk vielleicht. Und ich würde mich sehr, sehr, sehr freuen, wenn ihr mir dabei helfen würdet. Und dann würde ich sagen, seid gespannt, was es in der Verlosung geben wird. Ich freue mich, wenn es dann klappen würde diesen Monat. Wir brauchen nur noch, glaube ich, so ungefähr 50 Abonnenten. Ich glaube, das kriegen wir hin. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video.
Seid gespannt, es gibt bald wieder ein Fan-Day-Friday-Video und wir fahren in den Hansapark am 11. Oktober. Deswegen kommen nochmal richtig coole Sachen. Also bis dann und bis zum nächsten Mal. Merch, kauf mir Merch. These skies of a different light. Why noise it keeps me up at night.